Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Nachmittag in die Runde. Ja, mein Name ist Sören Kohls. Ich bin ja einer der Channel Account Manager bei Kaspersky, also verantwortlich für die Pachterbetreuung hier in einer bestimmten Region in Deutschland. Und ja, wir möchten Ihnen ja halt mit unserer Serie Fit im Homeoffice ja unsere Lösung so ein bisschen näher bringen und natürlich auch die Zeit, die wir alle im Homeoffice ja verbringen, auch möglichst gut nutzen. Ja, von daher haben wir ja ein paar Themen für Sie vorbereitet. Und ja, wir starten heute einmal mit dem Thema Grundschutz vom klassischen Endpoint-Schutz bis zum Thema Hybrid Cloud. Was das bedeutet, werden wir uns dann ja im Laufe dieses Webinars dann einmal anschauen. Wenn Sie Fragen haben, Sie haben hier unten rechts ein Chatfenster. Posten Sie Ihre Fragen gerne da rein. Wir werden dann am Ende des Webcasts noch Zeit haben, dann auf Ihre Fragen einzugehen. Und ich werde dann mein Bestes tun, natürlich, um diese auch dann entsprechend zu beantworten. Ja, unsere Lösungen grundsätzlich basieren ja auf unserer sogenannten Humachine-Technologie, die gepaart ist mit dem tiefgreifenden Wissen unserer Experten und ja einem sich anpassenden Ansatz. Was bedeutet adaptiv? Ich erkläre das gern kurz. In der Regel greifen ja cyberkriminelle Workstations an, indem sie Schwachstellen in häufig verwendeten Programmen oder potenziell gefährlichen Features in legitimer Software ausnutzen. Daher kann es auf den ersten Blick sinnvoll erscheinen, die Verwendung derartiger Software einzuschränken. Allerdings, das unbedachte Blockieren von Software kann zu schwerwiegenden Geschäftsschäden führen. Und wie kann eine solche Einschränkung also möglich werden, ohne dabei ja, Geschäftsprozesse zu beeinträchtigen? Das machen wir so im Prinzip, ja, ist unser Ansatz hier, dass wir das Ganze ja, versuchen zu minimieren. Also wir wollen die potenziellen Angriffspunkte durch eine adaptive Anomaliesteuerung minimieren. Das heißt, wir nutzen maschinelle Lerntechnologie, wenn man so will, künstliche Intelligenz. Ich verwende diesen Begriff nicht allzu gerne, um einen adaptiven Schutz zu bieten, anstatt ja, zu viel zu blockieren und damit den Benutzer zu hindern oder zu behindern. Was uns ausmacht, ist, dass wir eine einzige Konsole haben, also auch ja, größtenteils produktübergreifend. Wir haben eine sehr ja, einfache und nachvollziehbare Lizenzierung. Ich denke, die meisten von Ihnen ja, kennen sich ja da sehr gut aus. Ja, wir lizenzieren ja keine Clients oder Server oder Mobildevices separat, sondern ja, wir ziehen im Prinzip die Summe halt aller Geräte und ja, was als Ergebnis unten rauskommt, ist dann halt die Anzahl der Nodes, die man dann halt für die entsprechende Lizenzierung benötigt. Alle Lösungen von Kaspersky sind eigenentwickelt. Dadurch arbeiten sie natürlich nahtlos miteinander. Das heißt, wir haben keine ja, Zukäufe von Produkten, keine Zukäufe von irgendwelchen Konsolen, die wir dann ja, irgendwie miteinander sprechen lassen müssen, sondern ja, es ist alles sehr, sehr homogen und ja, arbeitet natürlich dadurch dann sehr, sehr gut miteinander zusammen. Was uns des Weiteren ausmacht, sind unsere kontinuierlichen Top-Bewertungen in unabhängigen Tests. Sie können da gerne mal schauen auf unserer Webseite unter kaspersky.com/top3 und da einfach mal schauen, was wir da in den letzten Jahren erreicht haben. Zu unserem Partnerprogramm ist zu sagen, dass wir dieses auch, also ja, sehr massiv ausgebaut haben, jetzt gerade auch im letzten Jahr, mit den Möglichkeiten, sich für bestimmte, ja, für bestimmte Bereiche zu spezialisieren. Wir, ja, sind seit über 20 Jahren in der Security-Branche und ja, bieten ausschließlich Security-Lösungen an. Auch zu unserem Partnerprogramm ist noch zu sagen, dass wir ein Marktforschungsunternehmen namens Canalys beauftragt haben, die eigenen europäischen Vertriebspartner zum aktuellen Partnerprogramm zu befragen. Und das Ergebnis war, dass ja rund 91% der europäischen Vertriebspartner mit den Leistungen von Kaspersky zufrieden sind. 17% haben ja auf einer 10-stufigen Skala
sogar die Höchstnote vergeben. Wir haben weltweit über 400 Millionen geschützte Benutzer und schützen roundabout 270.000 Unternehmen. Das ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt, den man auch immer wieder in Kundengesprächen erwähnen kann, um einfach hier auch darzulegen, dass wir da wirklich auch sehr, sehr breit und gut aufgestellt sind. Kommen wir mal auf die AV-Signaturen zu sprechen, die ja alles andere als ein alter Gaul sind, sondern ein wirklich wichtiger und elementarer Punkt einer modernen Endpoint-Security. Sie alle sind mit Sicherheit mit dem Begriff Next-Gen vertraut. Ja, das ist ein riesiger Marketing-Hype und es gibt ja Mitbewerber, die indirekt behaupten, dass Signaturen also nicht mehr zeitgemäß werden, weil sie, also die Mitbewerber, sogenannte Next-Gen-Lösungen anbieten, die dann halt Features wie eine Exploit-Prevention, Recrutation Services oder auch Machine Learning oder manchmal auch künstliche Intelligenz genannt, beinhalten. Allerdings handelt es sich hierbei, wie schon gesagt, um einen reinen Marketing-Hype, den die Marketing dieser Abteilung natürlich bedienen und treiben. Das Thema Next-Gen ist eigentlich nicht neu, zumindest für uns nicht. Wir nutzen diese Technologien in unseren Produkten bereits seit vielen Jahren. Wir nutzen lernfähige Systeme und vereinen sie mit unserem Expertenwissen und Erkenntnissen aus globalen Bedrohungsinformationen. Wir bieten die adaptive Sicherheit. Das heißt, unsere Lösungen funktionieren in jeder IT-Abteilung, jeder IT-Umgebung, in Unternehmen jeder Größe und bieten skalierbares Cybersicherheitsrisikomanagement. Unser Kaspersky Security Network ist unsere Cloud-Reputationsdatenbank, mithilfe derer wir in Echtzeit auf neue, aktuelle Bedrohungen reagieren können. Hierbei werden Hash-Werte beispielsweise von Dateien oder URLs mit unserer Datenbank abgeglichen. Unsere Adaptive Anomaly Control, das ja ein Feature ist, was wir jetzt relativ neu in unserer Advanced mit drin haben, kann auch dateilose Angriffe aufdecken. Suchen Sie doch mal auf YouTube nach Kaspersky dateilose Angriffe und erfahren Sie hierzu nähere Details in dem aufgezeichneten Webcast. Unsere Ransomware Protection erkennt Verschlüsselungsversuche am Endpoint und am Server haben wir hierzu halt auch ein spezielles Feature in unserem Kaspersky Security for Windows Server, der also Verschlüsselungsversuche durch einen Client erkennt, diesen unterbindet, also den Client blockiert und auch gleichzeitig vom Windows-Netzwerk trennt. Die Exploit Prevention schützt Systeme vor dem Ausnutzen von Schwachstellen in Applikationen und mit der Rollback-Funktion haben wir sogar die Möglichkeit, veränderte Dateien durch die Windows-Schattenkopien wiederherzustellen. Und nun kommen wir zu den sogenannten Next-Gen-Features, die wir auf dem vorherigen Slide gesehen haben, nämlich das Thema Machine Learning, das Thema Cloud Reputation und das Thema Exploit Prevention. Sie sehen also hier auf diesem Slide, dass wir diese Features natürlich auch in unserer Endpoint Security mit drin haben. Und das sind sicherlich auch erst seit gestern oder seit letztem Jahr, sondern ich hatte hier mal geschaut, einfach mal in Google, wann wir halt dieses Thema aufgegriffen haben und bin hier auf einen Artikel gestoßen aus dem Jahre 2016, also ja vor über 4 Jahren, wo wir also schon diese Komponente System Watcher Verhaltensanalyse halt aufgegriffen und in unsere Produkte eingebaut haben. Ein kurzer Exkurs zum Thema AV-Signaturen, weil idealerweise würden wir das Wort Signatur nicht mehr verwenden, um uns auf Einträge und in eine Antivirus-Datenbank zu beziehen. Aber es wird halt so häufig genutzt und ein korrekter Begriff existiert noch nicht. Also kann das nur nicht umgesetzt werden. Ein Eintrag in eine Antivirus-Datenbank ist lediglich ein Eintrag. Aber die Technologie, die dahinter steht, kann eine klassische Signatur sein. Oder auch natürlich hochkomplex und innovativ und die fortgeschrittenste Malware anvisieren. Damit also wir also auch mal sehen, dass nicht nur
wir der Meinung sind, dass wir ja einer der Besten sind, sondern auch wir von ja unabhängigen Instituten regelmäßig getestet werden, habe ich hier mal einen Test mitgebracht von dem Unternehmen oder von dem Testinstitut AV-Test. Das kennt vielleicht der ein oder andere von Ihnen. Und hier haben wir, sehen jetzt ganz auf der linken Seite, eine 100%ige Detection Rate bestätigt bekommen, was das Thema Angriffe oder dateillose Angriffe betrifft. Ich habe hier die Mitbewerber einmal ausgeblendet. Wenn Sie hierzu sich die näheren Details auch einmal anschauen möchten, dann suchen Sie auf Google einfach mal nach Kaspersky Fileless Malware Test, um dann halt auf den kompletten Bericht zu stoßen. Und da kann man sich das dann im Detail dann nochmal anschauen. Ja, und warum erzähle ich das Ganze überhaupt? Wir brauchen Sie, wir brauchen euch natürlich nicht nur als Reseller, um unsere Lizenzen zu vertreiben, um es mal überspitzt zu formulieren, sondern natürlich auch als Technology-Evangelisten, die unsere Vision und Expertise halt zu den Kunden weitertragen und von unseren Lösungen begeistern, die technologisch ja immer auf dem neuesten Stand sind, auf dem höchsten Stand sind. Das zeichnet uns als Kaspersky halt aus mit unseren weltweit 4.000 Mitarbeitern, die wir mittlerweile sind. Das im Prinzip größte privat geführte Unternehmen im Security-Bereich. Und wir haben ja von diesen 4.000 Mitarbeitern ein Drittel der Mitarbeiter bei uns im Research and Development. Das heißt, das sind dann wirklich auch dann die Kollegen, die an neuen Lösungen, an neuen Produkten, an neuen Technologien arbeiten. Kommen wir mal zu dem Thema, was bieten wir für den Grundschutz an? Der eine oder andere von Ihnen wird diese Lösung auch schon vertraut sein. Also wenn wir mal ganz links anfangen, bei unserer Small Office Security, die wir ja auch schon seit vielen, vielen Jahren auf dem Markt haben. Das ist also eine Lösung, speziell für wirklich kleine Unternehmen oder Kleinstunternehmen, ja. Mit 1, 2, 3 PCs, vielleicht noch einen Server dabei, den man halt mit dieser Lösung dann auch schützen kann, ist im Prinzip eine Fire-and-Forget-Lösung, also installieren und wirklich viel konfigurieren braucht man nicht und kann man auch nicht. Für Kunden mit etwas höheren Ansprüchen bieten wir dann unsere Endpoint Security Cloud und die Cloud Plus Variante an, mit einer sehr intuitiven und leicht zu bedienende Administrationsoberfläche, wo man schon so ein bisschen mehr einstellen kann, also auch gerade was halt das Thema Schwachstellenmanagement, Patchmanagement betrifft. Wir haben hier eine Festplattenverschlüsselung mit drin, also können Microsoft BitLocker oder Apple Firewall Verschlüsselung darüber managen. Und in der rechten Spalte dann halt unsere traditionelle On-Premise-Lösung, die dann in Form einer Select oder in Form einer Advanced On-Premise beim Kunden dann auf einem Windows-Server installiert wird. Wir bieten eine mehrstufige Sicherheit für physische, für virtuelle, für mobile Umgebungen. Mit der Lösung Hybrid Cloud Security, worauf wir dann gleich auch nochmal ein bisschen näher drauf zu sprechen kommen. Für das Thema Mail haben wir die Lösung Kaspersky Security für Mail Server. Zum einen als Exchange Plugin, also um es direkt halt auf dem Exchange zu installieren. Das Ganze gibt es auch als Linux Variante, wer Linux Mail Server hat. Und wer vielleicht sagt, ich möchte gar nicht, dass mein Exchange oder mein Mail Server direkt als MX im Internet erreichbar ist oder ich habe irgendein anderes Mailsystem, der kann sich auch hier dann unserer Mail Appliance bedienen. Das ist im Prinzip ein Relay Gateway, das in einer virtuellen Maschine von uns ausgeliefert wird. Und man kann es dann oder braucht es dann einfach nur in eine VM importieren und kann es dann halt vor jedes beliebige Mailsystem stellen. Das Thema EDR, also Endpoint Detection and Response und Sandbox, haben wir auch relativ neu zum Portfolio. Da kommen wir dann auch gleich nochmal kurz
zuzusprechen. Security für Office 365 merken wir, wird auch immer wichtiger. Immer mehr Kunden wechseln wirklich auch in Cloud-Lösungen rüber. Das war vor einigen Jahren noch anders, wo es noch viel Vorbehalte gab gegenüber Cloud-Lösungen. Aber auch die Deutschen werden da immer offener dem gegenüber und sehen doch auch langsam oder erkennen langsam auch die Vorteile einer solchen Lösung. Kommen wir mal kurz zu sprechen zu unseren traditionellen Endpoint-Lösungen, die wir auf dem Markt haben. Grundsätzlich ist hier zu sagen, dass wir halt auch schon bei der kleinsten Stufe wirklich sehr, sehr viele Funktionen und Features bieten. Jetzt auch im Vergleich zu Mitbewerbern, wo halt auch oft einzelne Features gegen den Einwurf von Münzen entsprechend nachlizenziert werden müssen. Wir haben also in der Select schon eine Programmkontrolle für PCs drin. Das heißt, hier kann ich festlegen, welche Applikationen auf den Geräten der Endbenutzer ausgeführt werden dürfen. Ich kann eine Blacklist erstellen, ich kann auch eine Whitelist erstellen, dass ich sage, ich habe hier eine Anzahl an 70 Programmen, die der Nutzer tagtäglich benutzt und alle anderen werden halt einfach verboten. Ich habe eine Gerätekontrolle mit drin, eine Webkontrolle. Also Gerätekontrolle bezieht sich dann hier auf USB-Geräte. Ich kann verbieten, dass grundsätzlich USB-Geräte überhaupt nicht verwendet werden dürfen. Ich kann aber auch eine Whitelist anlegen, um festzulegen, es gibt hier einige USB-Sticks, die ich vielleicht im Unternehmen gekauft habe und die kann ich dann hier in der Lösung whitelisten. Webkontrolle, das ist natürlich nicht ganz so spannend, wenn der Mitarbeiter permanent per VPN im Unternehmensnetzwerk eingebunden ist oder halt auch im Unternehmen arbeitet. Wenn wir jetzt aber mal vorstellen, so wie die aktuelle Situation auch ist, dass ja wirklich sehr, sehr viele Mitarbeiter mobil halt irgendwie im Homeoffice arbeiten und vielleicht nicht permanent per VPN angebunden sind, habe ich hier als Administrator natürlich trotzdem die Möglichkeit, eine entsprechende Inhaltsfilterung halt auf dem Gerät vorzunehmen, wenn ich halt nicht möchte, dass bestimmte Kategorien während der Arbeitszeit aufgerufen werden. Wir haben hier den Schutz von mobilen Bedrohungen mit drin, also halt eine Antiviren-Suite für Android-Geräte und Mobile Device Management für iOS und iPadOS-Geräte. Den Ransomware-Schutz haben wir mit drin, die Cloud-basierte Intelligence, also unser Kaspersky Security Network, eine einzige Verwaltungskonsole, File-Server können wir mit absichern und wir haben halt eine grundlegende SIEM-Unterstützung mit drin. Bei der Advanced gehen wir dann nochmal einen Schritt weiter und bieten hier die Möglichkeit, komplette Betriebssysteme zu deployen. Das heißt, ich kann einen nackten Rechner nehmen, den ins Netzwerk hängen und kann halt übers Netzwerk dann mein vorgefertigtes Betriebssystem auf diese Rechner ausrollen. Vulnerability und Patch Management bezieht sich hier halt auf die Schwachstellenanalyse. Das heißt, ich kann eine Schwachstellenanalyse in meinem Netzwerk fahren und mir auswerten lassen, welche Systeme möglicherweise nicht up-to-date sind, weil es irgendwelche Windows-Patches gibt oder Patches von Drittanbieter-Applikationen, wie jetzt ein Java oder Adobe Reader, die der Benutzer einfach nicht upgedatet hat und kann dann halt auch mit diesem integrierten Patch-Management diese Schwachstellen automatisiert schließen. Ja, das kann man während der Arbeitszeit machen oder man kann es auch so einstellen. So machen es auch Kunden von uns, dass sie halt sonntags morgens automatisiert die Rechner per Wake on LAN aufwecken. Es wird dann dieser Schwachstellen-Scan gefahren und die Systeme werden gepatcht. Und wenn alles fertig ist, werden die Systeme wieder runtergefahren. Der Mitarbeiter kann am Montagmorgen dann ganz normal wieder anfangen zu arbeiten. Dann haben wir das Thema Verschlüsselungsmanagement mit drin. Der eine oder andere von Ihnen weiß ja vielleicht, wir haben auch eine eigene Verschlüsselungslösung, die wir anbieten. Es gibt aber hier auch die Möglichkeit, die Microsoft BitLocker-Verschlüsselung über die Konsole zu verwalten. Adaptive Anomaly Control, das haben wir eben schon mal gehört. Das ist ein Feature, um sogenannte dateilose Angriffe zu erkennen, also Angriffe, die über Skripte beispielsweise erfolgen. Und was wir hier dann des Weiteren noch bieten, ist halt eine erweiterte
rollenbasierte Zugriffskontrolle. Bei der Total sieht das Ganze so aus, dass es im Prinzip mal eine noch höherwertigere Stufe ist nach der Advanced, weil wir hier halt natürlich genau dieselben Features wie in der Select in der Advanced mit anbieten. Zusätzlich aber noch die Möglichkeit, die Security für Internet Gateway und die Security für Mail Server als sogenanntes Add-on halt mit dazu zu lizenzieren. Man kann es einzeln lizenzieren, man kann beispielsweise auch sagen, ich möchte eine Select plus Security für Mail als Add-on. Das ist eine Möglichkeit. Wenn man aber halt festlegt, dass man halt ein Patch-Management haben möchte, man möchte seine Festplattenverschlüsselung verwalten und man hat einen Mail-Server, den man schützen möchte und ein Internet-Gateway, das man schützen möchte, dann ist auf jeden Fall hier die Total die richtige Wahl. Für ein noch höheres Schutzniveau und für Kunden ab 250 Nodes bieten wir die neue Endpoint Sandbox an, die ja zu einer Kaspersky Endpoint Security Select oder Advanced dazugekauft werden kann. Und ab Sommer diesen Jahres voraussichtlich wird dann unser EDR Optimum released, das dann auch für kleinere Kunden gedacht ist und auch dann entsprechend lizenziert werden kann. Ich hoffe, Sie sind alle für unsere Newsletter abonniert, um dann auch diese spannenden Infos da mitgeteilt zu bekommen. Also auch für das Thema Sandbox haben wir einen separaten Webcast, wo Sie dann ja nochmal dann nähere Informationen dann dazu bekommen. Ja, die Security ändert sich oder hat sich schon geändert in den letzten Jahren. Ich hatte eben schon angedeutet, dass die deutschen Firmen auch immer offener werden, was halt das Thema Cloud betrifft. Da hatten wir ganz früher noch halt ja alles irgendwie on-premises, so Hardware-Server irgendwie im Unternehmen stehen. Hat sich das Ganze weiterentwickelt zum Hosted-Server, den man irgendwo ins Rechenzentrum stellt oder sich irgendwo eine Instanz in einem Rechenzentrum anmietet. Man fing an zu virtualisieren, man fing an Server zu virtualisieren, Desktops zu virtualisieren. Und Public Cloud, das sind jetzt, es ist so das nächste Thema, wo wir aber eigentlich schon mittendrin sind. Und ja, wie Sie ja Kaspersky kennen, sind wir natürlich auch immer mit dabei, halt immer die neuesten Trends halt auch frühzeitig zu erkennen und hier auch entsprechende Lösungen dann anzubieten. Da haben wir zum Beispiel schon vor rund 8 Jahren halt unsere Lösung Kaspersky Security for Virtualization released. Wir haben dann 2014 die Light Agent Variante der Kaspersky Security for Virtualization Lösung released und patentieren lassen. 2016 kam der Light Agent für Linux. Wir haben weitere Plattformen und Technologien unterstützt. Und im Jahr 2018 haben wir das Ganze im Prinzip unter den Deckmantel Hybrid Cloud Security gepackt, weil wie eben angesprochen, halt mittlerweile die Unternehmen in der Regel gemischte Umgebungen halt im Einsatz haben und nicht mehr alles on-premise oder und auch natürlich nicht alles virtualisiert oder alles komplett in der Cloud. Und somit hat man dann halt die Möglichkeit, mit einer Lizenz oder mit einem Produkt sozusagen übergreifend halt verschiedene Technologien zu nutzen. Ja, was beinhaltet die Hybrid Cloud Security? Also das ist erstmal so der Oberbegriff der Lösung und die unterteilt sich einmal in den Punkt Virtualization Security und in den Punkt Public Cloud Workload Protection. Bei der Virtualization Security, also das alte Security for Virtualization, haben wir also zum einen natürlich das Security Center mit dem Integration Server mit drin, dann halt die Lösung Kaspersky Security for Virtualization Light Agent, die Lösung Security for Virtualization Agentless. Was das bedeutet, erkläre ich gleich nochmal. Und im Bereich Public Cloud dann halt den Kaspersky Security for Windows Server, Security for Linux, um dann halt meine Linux- und Windows-Maschinen in meiner Public Cloud abzusichern
und natürlich dann halt auch entsprechend das Kaspersky Security Center mit dem passenden Cloud Configuration Wizard dabei. Und wir schauen uns jetzt mal ein bisschen genauer an, also keine Angst, das wird nicht tief technisch. Wir schauen uns aber ein bisschen genauer an, was halt in Security for Virtualization mit drin ist. Und zwar sehen Sie hier auf beiden Schaubildern dieses hellgrüne Viereck. Da steht drauf SVM, also das bedeutet, das ist die Security Virtual Machine von Kaspersky, die auf jedem ESX-Host installiert wird. Und das ist im Prinzip die zentrale Instanz, wo, ich sag mal, der komplette Motor, also die Engine halt von Kaspersky drin läuft. Und auf der linken Seite bei der Light Agent Konfiguration wird also auf allen anderen Instanzen nur noch ein sogenannter Light Agent installiert. Das bedeutet, das Ding sieht im Prinzip aus wie so ein Endpoint Client, ist aber ja eigentlich nur eine Anzeigehülle, um halt bestimmte Funktionen zu verwalten oder halt auch um den Benutzer entsprechend zu benachrichtigen. Als Beispiel, der Benutzer sitzt an seiner virtuellen Maschine, lädt irgendeine Datei herunter, die, warum auch immer maliziös ist, die Datei wird von unserem Agent gelöscht. Jetzt geht er wieder hin, lädt die Datei nochmal runter, Datei gelöscht, geht er wieder hin, ja, und so weiter und so fort. Da ist es natürlich hilfreich, wenn er halt unten rechts irgendwie so ein kleines Anzeigefenster hat. Hör mal, mein Freund, die Datei, die war irgendwie maliziös. Ich habe die gelöscht. Wenn er halt überhaupt keine Agent mehr auf seinem Desktop hätte, dann wäre das halt eine wunderbare Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Und wir haben dann auf der rechten Seite die Möglichkeit halt auch VMs komplett agentenlos zu schützen. Das funktioniert nur im Zusammenhang mit VMware, weil wir hier auf spezielle APIs, auf spezielle Schnittstellen von VMware zurückgreifen. Das heißt, auch hier installiere ich eine Security Virtual Machine, dieses hellgrüne Viereck. Auf allen anderen Maschinen brauche ich überhaupt nichts mehr installieren. Und die werden dann im Prinzip über den Datenstrom mitgeschützt. Ja, es geht um sichere Virtualisierung. Also nicht nur jeder einzelne Computer, sondern es soll halt das Gesamte natürlich geschützt werden. Und warum ist eine traditionelle agentenbasierte Security nicht immer effizient? Also es bedeutet nicht, dass es überhaupt nicht mehr die richtige Möglichkeit ist, sondern es ist halt immer sehr individuell. In der Regel ist es aber so, dass natürlich jede VM, wenn man jetzt eine traditionelle Lösung verwenden würde, einen eigenen Agent natürlich benötigt. Das kann bedeuten, dass der Speicher und oder das Netzwerk überlastet wird. Es kann Scan- und Update-Storms geben. Das heißt, wenn alle Mitarbeiter morgens um 8 Uhr ihre Rechner hochfahren und der Administrator festgelegt hat, dass genau um diese Zeit halt mal eben ein Full-Scan durchgeführt wird, dann geht natürlich die Performance der jeweiligen Maschinen extrem runter. Das Gleiche gilt dann auch für sogenannte Updates, die dann halt gefahren werden. Das heißt, es beeinträchtigt natürlich andere Benutzer dann immens. Instanzen mit möglichen Schwachstellen bedeutet, wenn also eine Instanz, also als Beispiel, für mehrere Wochen nicht genutzt wird, muss sie sich nach dem Hochfahren erst ja Updates etc. ziehen. Und in dieser Zwischenzeit können natürlich Schwachstellen vorhanden sein, die dann ausgenutzt werden können. Und das haben wir natürlich bei einer virtuellen Instanz nicht, weil ja hier die also dieses hellgrüne Viereck, die Security Virtual Machine, immer up to date ist. Security für Public Clouds. Also ich bin mir sicher, Sie alle wissen das mit Sicherheit. Aber interessanterweise, es wissen nicht alle Kunden. Weil wenn man sich eine Instanz in einer Public Cloud, mal Amazon Web Services als Beispiel, anmietet, dann legt Amazon auch ganz klar fest, wer für was verantwortlich ist. In dem unteren Bereich, in dem orangenen Bereich, sehen Sie Amazon, klar, stellt natürlich den entsprechenden Server zur Verfügung, Storage, die Database, kümmert sich um das Networking etc. Und halt in dem oberen Bereich, was hier rot eingekringelt ist, da sehen Sie also auch ganz klar,
die Verantwortlichkeit für die Sicherheit, für das Operating System, die liegt ganz klar am Kunden. Und ja, da muss man doch den einen oder anderen Kunden dann nochmal aufmerksam machen, dass also eine Cloud-Instanz nicht per se von Haus aus sicher ist. Ja, was sind Gefahren in Public Workloads? Trotz korrektem Cloud-Deployment gibt es natürlich auch Risiken für nicht geschützte Workloads. Das heißt, es kann Missbrauch betrieben werden in Form von Brute Force Attacken auf irgendwelche SSH Zugänge oder Services Netzwerk und Betriebssystem Schwachstellen können ausgenutzt werden, beispielsweise in Web oder E-Mail Servern. Supply Chain Attacks, also legitime Apps werden zum Verteilen von Malware missbraucht, indem beispielsweise ihr Quellcode geändert wird und somit die App manipuliert wurde, obwohl sie mit dem Entwicklerzertifikat signiert wurde. Also auch solche Themen begleiten einen hier. Und natürlich auch netzwerkbasierte Attacken, also DNS-Hijacking, wenn also hier der DNS-Server, der Domain-Name-Service entsprechend so manipuliert wird, dass der Benutzer nicht auf Google landet, sondern auf einer Webseite, die der Cyberkriminelle entsprechend präpariert hat. Des Weiteren natürlich Schwachstellen in Drittanbieter-Applikationen wie XML-Server, Official Linux Poisoning, das heißt, oder man denkt ja grundsätzlich, Linux ist per se ein sicheres Betriebssystem, aber vor einigen Jahren gab es doch tatsächlich das Linux Mint Repository, das ja verseucht wurde und dadurch schädliche Updates heruntergeladen wurden. Das heißt, man installiert also eine offizielle Linux-Distribution, aber dieser hat vielleicht bereits eine Backdoor installiert. Und somit kompromittiert man natürlich seine gesamte Cloud-Infrastruktur. Ja, selbiges gilt halt auch mit Docker-Containern. Und Eternal Blue war so auch eine sehr interessante Geschichte. Das war ein Exploit, der von der NSA entwickelt wurde und 5 Jahre genutzt wurde. Und die Gruppe Shadow Brokers, da erinnern Sie sich vielleicht noch dran, kam also an diesen Exploit irgendwie dran, hat ihn veröffentlicht. Und Eternal Blue gilt also als Grundstein für WannaCry, Petya etc. Ja, nochmal eine kurze Zusammenfassung von Hybrid Cloud Security. Wir bieten also hier verschiedenste Produkte unter einem Deckmantel, eine sehr, sehr enge Integration mit Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud übrigens auch mittlerweile. Das Besondere hier ist, dass wir eine Management-Konsole haben, um halt On-Premise-Server, virtuelle Server als auch Public-Cloud-Server zu verwalten. Natürlich damit einhergehend das gleiche Look and Feel für die gesamte Infrastruktur, weil ja alles über das Kaspersky Security Center verwaltet werden kann. Ja, des Weiteren, ich wollte mal so einen kleinen Einblick geben in unser Portfolio, das natürlich ja insgesamt noch viel, viel breiter ist, aber wir haben ja mittlerweile halt auch Lösungen, beispielsweise um Kassensysteme oder Embedded Windows-Systeme zu schützen. Wir haben die Möglichkeit, Terminal-Server zu schützen, ja, mit dem Kaspersky Security für Windows-Server. Wir haben bieten einen Schutz für Industriestraßen, kritische Infrastrukturen. Wir haben eine Fraud Prevention für Websites, für Ticket-Shops, eine DDoS-Protection-Lösung, jetzt nicht als Hardware-Box, die man irgendwo hinstellt und die dann einfach Verbindungen kappt, sondern DDoS-Protection in Form eines Services, den wir anbieten. Genauso Service wie Malware-Research-Schulung, also wirklich für Researcher, für Incident-Response-Teams, die wir halt anbieten. Wir haben eine Lösung in Form von Kata, also unser Kaspersky Anti-Targeted Attack, um Advanced Persistent Threats aufzudecken. Wir sind beim Thema Netzwerk Traffic Security sehr, sehr gut unterwegs und vieles anderes mehr. Das finden Sie aber auch alles bei uns im Partnerportal unter partners.kaspersky.com. Wenn Sie selbst dort keinen Zugang haben, fragen Sie im Unternehmen mal denjenigen, der vielleicht für Kaspersky den Hut auf hat. Der sollte in der Regel dann einen Administrationszugang haben und kann Sie dann zum Partnerportal einladen. Alternativ kommen Sie da gerne auf uns zu
Und ja, wir werden dann dafür sorgen, dass sie einen Zugang bekommen. Sie finden hier alles Mögliche an Informationen, also Präsentationen für Endkunden. Sie haben White Papers haben wir mit drin, Datenblätter. Wir haben vorgefertigte PowerPoint-Präsentationen, an denen Sie sich gerne bedienen können. Ja, klar, Handbuch natürlich zur Lizenzierung. Technische Demos gibt es, Skripte für Tele-Sales-Anrufe, für Sales-Pitches etc. pp. Und das alles finden Sie hier im Bereich Produkte und Services in unserer Dokumentenbibliothek. Und hier kann man auch wunderbar ja, filtern das Ganze. Das heißt, Sie sehen auf der linken Seite, können Sie dann unter Lösungen dann halt die entsprechende Lösung auswählen, zu der Sie Informationen haben möchten, können sogar nach den entsprechenden Dateiformaten filtern und finden hier relativ schnell dann halt das Gesuchte. Also das ist wirklich sehr, sehr schön geworden, sehr, sehr gut geworden. Das Partnerportal hat sich wirklich ja sehr, sehr gut weiterentwickelt. Ja, weitere Quellen, die schicken wir Ihnen gerne auch dann im Anschluss nochmal nach dem Webcast zu, um ja hier nochmal dann halt gezielt zu diesen Informationen dann ja, weitere Infos zu erhalten. Und selbstverständlich stehen auch wir Ihnen gerne zur Verfügung, falls Sie da irgendwie ja, spezielle Unterstützung benötigen oder natürlich auch Fragen haben. Dann möchte ich nochmal ganz kurz ja, auf unsere weiteren Webcasts aufmerksam machen. Haben Sie ja mit Sicherheit gesehen in der Mail, die Sie erhalten haben. Das heißt, wir haben hier noch ja, durch den April bis Ende Mai noch einiges an verschiedenen Webcasts zu bieten. Und ja, schauen Sie einfach mal rein. Wir würden uns da sehr freuen, ja, wenn Sie teilnehmen und wenn wir Sie wiedersehen. So, und jetzt schaue ich mal, ob ich hier schon die ersten Fragen beantworten darf. Übernimm die Moderation. Die eine kann man direkt selber auch dementsprechend beantworten. Wird der Webcast aufgezeichnet? Ja, der wird auch dann von meinem Kollegen verschickt. Also das ist alles in trockenen Tüchern. Eine Frage, und zwar, wo liegt die Sandbox? Stichwort EU-DSGVO. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Vielen Dank dafür. Das ist das Schöne an unserer Sandbox. Die liegt nämlich beim Kunden. Wir bieten nämlich hier keine Cloud-Sandbox an, wie ja, ich sag mal, ja, andere Mitbewerber das haben, dass wir irgendwie was am Gateway anbieten, sondern bei uns ist es tatsächlich eine Endpoint-Sandbox, die beim Kunden on-premise im Unternehmen installiert wird. So, die nächste ist schon da. Gibt es nächster Zeit mal eine Schulung zum Thema Kaspersky Business Hub? Haben wir aktuell nicht geplant, aber nehme ich auf jeden Fall mal gerne als Feedback mit. Vielen Dank dafür. Und wir besprechen das gerne mal intern. Ja, das denke ich, macht auf jeden Fall Sinn. Entschuldigung, wann bekommen wir die Slides? Also sprich, wann wird die Aufzeichnung kommen? Weißt du das schon? Das, denke ich, sollten wir heute noch hinbekommen. Heute spätestens dann am Dienstag. So, jetzt gibt's wieder Fragen, und zwar Thema Sandbox. Ich würde gerne mehr zur Sandbox wissen. Läuft dort ein Image der Kunden? Das müssten wir vielleicht separat nochmal besprechen, weil ich verstehe es nicht ganz. Image des Kunden, also es läuft da drin eine Windows-Instanz, die wir halt aufgesetzt haben, und in dieser Windows-Instanz werden dann halt Dateien ausgeführt. Und dadurch wird dann halt ja, geprüft, welche Art von Dateien es dann sind. Ja, also es muss ja nichts vom Kunden selbst eingerichtet werden, sondern wir liefern im Prinzip halt die gesamte Sandbox inklusive der virtuellen Maschine, ich glaube sogar inklusive der Windows-Lizenzen. Genau, perfekt. Ja, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit, und ja, bleiben Sie alle gesund.